Willkommen zum neuen Video. Da sind wir wieder, nachdem wir ja letzte Mal die Forellensaison erfolgreich gestartet haben. Heute die nächste Mission, Projekt Seeforelle. Ich habe noch nie eine Seeforelle gefangen. Wir sind am Stausee. Josh ist dabei, der steht da im Wasser irgendwo. Ditschi ist dabei und Federico auch da hinten am Start. Federico schon seit gefühlt einer Ewigkeit hier, schon seit so 2-3 Stunden oder so. Hat auch schon die erste Seeforelle gefangen und schon ein paar Barsche. Also ist es zuversichtlich hier, dass wir heute was fangen. Ich bin sehr gespannt, ob das was wird und würde sagen, wir legen los, denn die Seeforellen, die warten nicht. Oh, schön! Warte, ich hab Kescher. Boah, eine richtig fette. Sache. Warte, ich hab. Richtig fette, eine 60er. Alter, komm! Die kriegen wir. Hast du live? Drauf, ja, ich bin drauf, bin drauf. Ach, Kacke. Eieieiei. Boah, ist die reingeschäppert. Alter, schön! Das ist eine 60er. Die holen wir uns. Bitte nicht über den Schlag bekommen. Oh, die steht gut, ey. Die geht erstmal dahin, wo sie hin will gerade. Alter. Kann noch reingehen, ne? Oh ja, Alter, was eine Seeforelle. Vielleicht was eine Seeforelle. Boah, wieso springt, Alter? Komm, wo sind die? Das ist ein richtiger Lachs. Da ist so ein Lachs. Der schmeißt einfach seine Rute. Boah. Jawohl! Jawohl! Jawohl. Petri, ey, geil! Was ist das denn? Ja. Was ist eine Seefo? Alter! What the fuck? Könnte sogar mein PB sein. Alter, was ein Lachs? Was ein Lachs? Leute, das ist der Rico mit der ersten Seeforelle heute. Und was ein Tier! 60 cm auf dem Kopf. Richtiges Monster. Die wurde auf jeden Fall mal vom Hecht gepackt. Die hat richtige Katzen. Hinten, ne? Aber 60er Seeforelle. Alter, nice. Petri, Mann. Danke, danke. Geiler Fisch. Also der Wind lässt echt nicht nach hier. Wird immer stärker, weht natürlich hier direkt drauf. Und die Würfe sind schon in der Zeit ein bisschen anstrengend, muss man sagen. Aber wenn natürlich hier so Fische gefangen werden, dann bleibt die Modulation oben. Ne? Also bei der Forelle gerade, die Federico da gefangen hat, ist natürlich schon ein absoluter Traumfisch. Insofern habe ich Bock, hier auch noch eine zu fangen. Und das motiviert uns natürlich weiterzumachen. Aber wir müssen einfach nur weiterwerfen, bis sie kommen. Und dann fangen wir auf noch eine Seeforelle. Ich bin gespannt, wäre für mich immer noch die erste. Denn bisher habe ich keine gefangen. Ich habe es natürlich auch noch nicht so oft versucht, weil an den Stauseen noch nicht so viel geangelt. Und erst recht nicht auf Seeforelle. Aber vielleicht haben wir heute Glück, dass wir noch eine weitere zu Gesicht bekommen. Hey Ditschi, war das zum Wind heute? Gürtel vergessen, das stimmt. Hab ich noch gar nicht erzählt, ne? Ditschi heute im Auto schon, er hat Kappe vergessen, er hat Gürtel vergessen. Er hat das überhaupt dabei, irgendwas? Mich. Sich selber. Ja, und die Motivation natürlich. Läuft, ja. Heute keine Ausreden, Fisch ist da. Aber es ist echt kälter, als man denkt heute. Ja. Und vor allem sehr windig, ne? Der Wind ist echt. Damit ist die Hölle. Am Kämpfen mit. Immer schön volle Pulle raus, aber Seeforellenangeln ist wie Meerforellenangeln. Ja. Und ihr wisst, Wind und Welle gibt Forelle. Bringt Forelle. Ja. Zumindest bisher nur bei Federico, der hat zumindest schon zwei gefangen. Ja. Und was ein schöner Fisch. Ne? Der war richtig geil. Aber wir fangen heute auch noch an, Litschi. Ja.
Oh, wir wackeln weiter. Jetzt Planänderung, Josh? Was? Jetzt Planänderung? Ja. Planänderung gezwungenermaßen, weil ich jetzt den zweiten Blinker versenkt habe gerade. Schön abgerissen. Ich mal jetzt hier auf so einen. Jetzt Gummifisch. Gummifisch. Schauen wir mal. Ich will aufhaken. Ja. Am Ende. Ne? Ich muss ein bisschen rumwackeln im Wasser und bewegen. Irgend so ein Lachs wird hier schon noch drin sein. Ich hoffe. Also, Josh macht gerade eine Planänderung. Er hat mich gerade seinen Blinker abgerissen und geht jetzt auf Gummifisch. War das dein Plan? Derselbe. Gummifisch. Okay. Ich habe nicht abgerissen, aber ich vertraue einfach auf den 3-Inch Easy Shiner. Ich glaube, da werden mir viele zustimmen, der hat einem schon auf den Arsch gerettet. Aber auch die Farbe, meinst du? Ich vertraue jetzt auf Ayu. Etwas natürlicher. Gucken wir mal. Wenn das nicht geht, dann wechseln wir nochmal auf was Grelleres. Top. Petri Rahl. Petri Dank. Ditschi und Josch sind also mit der Planänderung beide jetzt auf Gummifisch gewechselt, unabhängig voneinander tatsächlich. Als ob sie abgesprochen hätten, beide im gleichen Moment den Köder gewechselt. Wir haben sie auch mit Blinker sehr lange geangelt. Ich werde trotzdem mal dem Blinker hier treu bleiben und damit weiterwerfen. Denn jetzt alle drei auf Gummi zu wechseln und so macht natürlich auch keinen Sinn. Insofern gucken wir, was jetzt besser läuft. Ditschi wechselt nochmal die Seite der Bucht, geht rüber auf die andere Seite, versucht da ein paar Fische zu fangen. Können wir gleich auch nochmal machen, weil der Wind, glaube ich, da ein bisschen besser steht als hier. Denn der ist immer noch der Endgegner. Aber das ist der Plan. Zwei auf Gummifisch, einer Blinker. Und Frederico ist nach Hause gefahren, der hat seine Forellen gefangen. Er hat die morgen schon genutzt. Und wir werden jetzt hier noch ein bisschen weiter angeln. So, wir haben jetzt mal die Seite gewechselt, damit der Wind hier ein bisschen weniger uns tangiert, aber auch hier steht er ein bisschen drauf. Hier allerdings das Wasser viel, viel trüber, zumindest hier am Ufer, weil hier anscheinend mehr Sediment aufgewirbelt wird. Drüben war es auf jeden Fall viel klarer, aber ich denke mal, da draußen ist nicht ganz so schlimm. Ich weiß nicht, wie man es in der Kamera sieht, aber da hinten ist auch so eine Schlammwolke, so 30, 40 Meter weiter entfernt, genauso wie hier am Ufer, wo auch sehr viel aufgewirbelt ist. Aber in dem Zwischenbereich sieht es vergleichsweise klar aus. Insofern hoffen wir zumindest, dass wir da die Chance auf Forellen haben. Denn ich glaube, für Forellen wird es wahrscheinlich besser sein, wenn wir wirklich die klaren Bereiche abangeln und nicht diese schlammigen, aufgewühlten Bereiche hier vom Wind. Nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt hier mal ein paar Würfe machen, ansonsten werden wir wieder zurückgehen auf die andere Seite und gucken, was da geht. Aber da haben wir jetzt auch keinen Biss bekommen in mehreren Stunden. Insofern versuchen wir hier unser Glück weiter. Josh, hast du einen bekannten Anglerspruch drauf? Bitte? Hast du einen bekannten Anglerspruch drauf, der heute passt? Ja. Sag mal einen. Heißt Angeln und nicht Fische fangen. Es heißt Angeln und nicht Fische fangen. Ditschi, ich habe gerade einen Spruch gelernt. Ja? Soll ich dir den mal beibringen? Ja, mach mal. Es heißt Angeln und nicht Fische fangen. Ja, ja, komm, sagt er und geht einfach richtig traurig davon, ey. Ja, Ditschi, du hast es dir bequem gemacht hier, ne? Abgechuckt. Wie findest du Seeforellangeln so? Spitzenmäßig. Kann ich nur jedem empfehlen. Möchtest du noch mal gerne Seeforellen angeln gehen? Ja, gerne. Morgen am liebsten. Ich habe morgen frei. Morgen ist Sonntag. Ja? Wir können, ja. Kann man noch mal morgen los? Sehr gerne. Ja, da freue ich mich auch. Sehr gerne. Ich fahre diesmal. Kein Problem. Mein Freund, der Baum ist tot. Freund, der Baum ist tot. Ditschi, glaubst du, du fängst heute noch eine? Ja, ich bin fest der Überzeugung, dass ich heute noch einen Fisch fange. Nicht so einen schlanken, wie der Josh gerade hatte.
So ein Baum da, ne? Den Astfisch, den Stockfisch. Ah. Den Stockfisch. Ich reite hier rum, er hat einen Fisch und dann rennen wir da runter und er hat einen Ast da dran, ne? Er hat einen Stockfisch gefangen. Also ehrlich. Kann man machen. Muss man aber nicht. Gut fürs Selbstbewusstsein vielleicht. Aber ich finde, du hast hier einen guten Platz hier ausgesucht. Ja, ich habe auch heute schon was gefangen und zwar eine Folie. Die habe ich auch gefangen, ey. Vielleicht war das die gleiche Folie. Vielleicht sind wir auch nicht. Ich habe meine ja eingepackt. Ich schmeiß hier nicht mehr ins Wasser rein. Siehst du? Wir haben auf jeden Fall schon Wasser heute sauber gemacht. Jetzt. Genau, denn das zählt erstmal die Umwelt. So, catch and clean. Catch and clean, genau. Und auch tote Bäume wie die hier werden noch weiterhin benutzt. Man kann sich da wunderbar reinlegen und den Chuck machen. Grüße gehen raus, der trinkt gerade irgendwo Milchshake. Ehrlich, schon wieder? Ja, stimmt. Okay, bei Ditchy ist es am Tiefpunkt angekommen. Er fängt jetzt an mit einem Deraku. Ist das ein Deraku? Nee, ist ein Jackal. Damit fange ich jetzt an. Viel Spaß dir mit dem Jigspinner. Wenn du mit dem Jigspinner eine Seeforelle fängst, Ditchy, dann bist du der beste Angler der Welt. Hast du einen Hänger? Ja, er macht einen Wurf mit dem Jigspinner und der hängt einfach fest. Ja, komm, ey. Da ist doch nicht sein Ernst. Oh, Mann, ey. Schön, Ditchy. Der hängt gut, ey. Oh, was ist los? Perfekt. Hast du abgerissen, Ditchy? Hast du ehrlich? Ich hab's an einem Blick habe ich's erkannt, Ditchy. Tja, so ist halt beim Seeforellenangeln. Die Seeforelle lässt weiter auf sich warten. Auch dieses Jahr keine Seeforelle. Ich versuch's aber immer nur einmal im Jahr. Vielleicht beim nächsten Jahr dann mehr Glück. Es reicht auf jeden Fall für heute. Der Wind ist irgendwann echt einfach nur noch zu nervig jetzt. Wir werden jetzt die Segel streichen. Wir haben etliche Stunden jetzt hier geworfen und geworfen und geworfen, aber bis auf die eine sehr, sehr gute Seeforelle von Frederico am Anfang haben wir heute keine andere gesehen, aber ansonsten haben wir ja echt nicht einen einzigen Biss bekommen heute und wirklich das Seeforellenangeln wieder auf die harte Tour kennengelernt. Also werden wir uns jetzt auf die Heimreise begeben, vor allen Dingen erstmal ins warme Auto, denn ich habe mich heute auch mal wieder perfekt angezogen, nämlich zu dünn. Ich dachte, schön von Dortmund ausgehen. Da war nämlich schön warm. Habe ich gedacht, hier ist es bestimmt auch nicht so kalt, aber hier ist dann doch nochmal ein paar Grad kälter und jetzt mit dem Wind auf jeden Fall viel, viel zu kalt. Deshalb packen wir ein, wir fahren nach Hause. Immerhin eine sehr gute Seeforelle gesehen und vielleicht im nächsten Jahr mit mehr Glück. Leute, falls es euch gefallen hat, Däumchen nach oben, abonnieren vergessen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Mal gucken, was wir dann anstellen, aber Seeforellenangeln erstmal bis nächstes Jahr auf Eis gelegt. Bis dahin, macht's gut und auf Wiedersehen.